This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, ich bin jetzt gerade wieder in Thailand und zwar für 3 Monate auf der wunderschönen Insel Koh Phangan. So. Und heute wollte ich nur mal ein kleines Video drüber machen, so was für Videothemen und so weiter so in nächster Zeit ansteht, was ich mir so überlegt habe. Ich habe im Moment voll Bock, Videos zu machen und habe mir schon ewig viele Themen aufgeschrieben. Genau, und ich wollte euch nur mal einen kleinen Überblick über die Themen hier lassen. Und ja, das ist eben der Strand, wo ich gerade bin. Koh Phangan, die Insel. Genau. Hier findet dann auch der Rohkost-Retreat statt. Da wollte ich dann auch nochmal ein kleines Filmchen machen von den Bungalows, wo das dann stattfindet. Werde ich dann die Tage mal online stellen. Genau. Und zu den Videothemen. Genau, ihr könnt mal schauen, was ich hier so immer aufgeschrieben habe. Und zwar, ein so ein Ding ist immer ein Video. Hier, 2, 3, 4, 5, 6. Ewig die Zettel voll mit Videothemen. Zum Beispiel, fit sein hat nichts mit gesund sein zu tun. Das ist einfach ein Unterschied. Darüber wollte ich ein Video noch machen. Genau, und dann kommen noch so interessante Themen, über die ich mich eigentlich noch nicht so recht getraut hatte zu sprechen. So. Jetzt geht es noch ein bisschen tiefer immer. Genau. Hier sind so die Videothemen, alle noch offen stehen. Hier 4, 5 Seiten, wo ich mir irgendwie aufgeschrieben habe. Genau. Also wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder was euch interessiert, dann schreibt einfach mal unter das Video so, was für ein Thema euch noch interessiert. Und dann mache ich vielleicht auch noch ein Video hier drüber dann dazu. In Thailand, wenn ich dazu komme. Genau. Und ansonsten steht im Moment noch an, ich wollte noch ein kleines E-Book, ein oder zwei. Einmal hatte ich so ein bisschen so die ganzen Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, so was Fasten, Entgiftung, Einläufe betrifft, so wie fängt man das Fasten an. Genau. Dazu wollte ich einmal Videos machen und dann noch vielleicht so ein kleines E-Book oder irgendwie PDF zu schreiben, wo einfach so geklärt wird, so wie kann man am besten anfangen, so 24 Stunden Fasten oder Frühstücksfasten, was für ein Fasten, eben Saftfasten, Wasserfasten oder Trockenfasten sogar, genau. Und genau, wie man mit Einläufen, was es da für Möglichkeiten gibt, genau, das Ganze einfach so mal zusammengefasst, so ich habe mir die wichtigsten Fragen mal so zusammengeschrieben und rausgeholt aus den Kommentaren, so unter den Videos, genau. Das wollte ich eben noch machen. Und dann wollte ich auch noch so ein kleines E-Book oder Video zu machen. Von wegen so raus aus dem Hamsterrad, so wie man sich langsam immer mehr dahin bewegen kann, dass man einfach nur seinen Wünschen folgt und dem, was man wirklich liebt. So. Wie sich das bei mir zum Beispiel entwickelt hat und sich immer noch entwickelt. So. Genau. Das war so das, was ich in nächster Zeit so auf Koh Phangan angedacht habe. Und es ist echt Wahnsinn, so man kommt auf die Insel hier und man fährt erstmal so runter und kommt erstmal wieder an und dann ist auch so wieder irgendwie so die Kreativität da und das Ganze, dass man wieder Bock hat, was zu machen. Und ja, bin echt froh, jetzt wieder im Warm zu sein in nächster Zeit. Und genau, dann werden einige Videos kommen auch. Ja. Und das ist halt echt genial. Schaut euch das nochmal an hier. Jetzt geht auch bald die Sonne unter. Heute leider nicht so ein schöner Sonnenuntergang. Aber trotzdem genial. Und der Regen hört jetzt auch auf. All die Tage hat es jetzt immer noch geregnet gehabt und waren ziemliche Überschwemmungen hier vor ein paar Wochen. Aber mittlerweile schaut es hier echt wieder schön aus. Und
und eben auch wieder Sonnenschein tagsüber. Genau. Aber das war es eigentlich so in dem Video. Ich wollte eben euch nur mal kurz so ein paar Videothemen zeigen und was ich eben angedacht habe, so zu machen. Und ja, kommentiert einfach mal unter das Video, was euch noch so interessiert und was ihr noch für Fragen habt so. Oder auch zum Beispiel bezüglich Fasten, Entgiftung, Einläufe, Reinigung eben so. Dann kann ich die Fragen noch gleich so mit in das E-Book mit reinpacken. Genau. Ja. Ansonsten macht's gut, Leute, und schöne Grüße nach Deutschland. Ja. Gute Nacht euch. Ciao.